Es ist so warm in Deutschland. Endlich kann man nur sagen, wir beschweren uns nicht über das Wetter. Wir sind froh, dass die Sonne scheint und wir endlich sommerliche Temperaturen haben. Wenn Ihnen zu warm sein sollte, haben wir die perfekten Ventilatoren für Sie hier ganz kurz in dieser Sendung zusammengefasst. Das sollten Sie unbedingt zuschlagen. So, wir haben zwei verschiedene Modelle. Einmal ein sehr, sehr schönes Hand- bzw. Tischgerät. Und ich habe es hier schon vor mir stehen. Ich habe es jetzt mal zu Ihnen gedreht, damit Sie es besser erkennen können. Normalerweise würde ich es mir natürlich erstmal hier in meine Richtung drehen können. Mit einem mobilen Standfuß sozusagen können Sie dieses fantastische Gerät quasi überall dorthin stellen, wo Sie einfach mal ein bisschen Abkühlung haben möchten. Sei es mal auf dem Schreibtisch beispielsweise, beim Kochen neben sich oder eben überall dort, wo Sie sitzen, wenn Sie einfach mal so ein bisschen Luftbewegung haben möchten. Wenn Sie aber unterwegs sind, das heißt sich bewegen, von A nach B gehen, wird das ja nicht besser mit der Temperatur. Dann nehmen Sie diesen Handventilator doch ganz einfach aus seinem Standfuß raus und benutzen ihn als kleines mobiles Gerät. Dann wird er natürlich auch mal interessant, wenn Sie mal in Bus oder Bahn sitzen oder vielleicht mal morgens, ja, wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert, in irgendeinem Wartezimmer bei Behörden beispielsweise oder beim Arzt. Sie kennen das, da sitzen 10 Leute im Wartezimmer in einem nicht klimatisierten Raum und innerhalb von einer halben Stunde ist die Temperatur bei gefühlt 57 Grad Celsius. Was glauben Sie, was Sie da hält sind, wenn Sie da so einen kleinen Ventilator haben? Der ist akkubetrieben, ist auf verschiedene Stufen einstellbar, genauso viel Wind, wie Sie es haben möchten. Der ist klein, handlich, wiegt nicht wirklich viel und bietet Ihnen sicherlich genau dann, wenn Sie es brauchen, eine richtig schöne, angenehme Abkühlung. So ein Ventilator ist einfach was Schönes. Und dann so ein kleines mobiles Gerät, den hältst du dir mal auch mal in den Nacken rein. Den hältst du dir mal zur Not mal unter die Arme, mal ins T-Shirt oder so, um ganz einfach mal ein bisschen Luftbewegung zu haben. Ich finde ja sowieso, bei uns wird es mal nicht nur heiß, sondern regelrecht schwül. Ja, und wenn sich die Luft dann, wenn sich die Luft, in der Luft gar nichts tut, wenn sich da gar nichts bewegt, dann ist also wirklich, da kann ich kaum noch atmen. Da ist sowas natürlich großartig hier. Und weil das regnet und das ist immer noch so schwül, ne? Also super Gerät. Man hat die Augen, wird immer feuchter noch durch den Regen. Ne? Ja, ne? Ja. Unser Hand- und Tischventilator mit 3 Stufen hat die Bestellnummer ZX8072 und die 569 für 6,64 Euro. Gut 6 Euro kommt er zu Ihnen nach Hause und Sie haben dann eben diese erfrischende Luft. Wir haben noch ein zweites Modell für Sie hier. Das ist noch ein bisschen kleiner zusammenklappbar. Ne? Ja, und das ist natürlich auch ein sehr schön mobil einsetzbares Gerät. Ich habe ihn jetzt auch ganz einfach mal so eingeklappt, dass er eben auch einen stabilen Halt findet, einen stabilen Stand findet. Vielleicht machen Sie auch Campingurlaub, dann wissen Sie, in so einem Campingmobil beispielsweise, da steht natürlich auch den ganzen Tag die Sonne drauf. Mhm. Dementsprechend heizt sich das in so einem Campingwagen natürlich massiv dann auf. Gleiches ist natürlich mitunter auch mal in der Garage, wenn Sie eine kleine Werkbank und so weiter haben, der Fall. Stellen Sie es ganz einfach neben sich oder auch mal neben den Rechner beispielsweise, wenn Sie arbeiten müssen zu Hause oder im Büro und holen Sie sich diese Erfrischung. Jetzt sind Sie aber wieder unterwegs, müssen Sie ein bisschen bewegen, dann klappen Sie den Griff ganz einfach nach vorne und machen aus einem kleinen, kompakten Standventilator quasi einen Handventilator mit einem zuverlässigen Griff. Ich glaube auch so, wenn man ganz einfach mal ein paar Meter spazieren geht, um das schöne Wetter mal zu genießen, mal die Phasen ausnutzt, wo es dann eben keinen Regen gibt, bist du auch so da mal zwischendurch froh, auch wenn du nur mal auf einer Parkbank sitzt und die Aussicht genießt, wenn du mal einen schönen Ventilator zur Hand hast. Der ist akkubetrieben, lässt sich einfach wieder aufladen. Ja. Das heißt, keine Folgekosten, wiegt nicht wirklich viel, ist klein und kompakt. Hast du immer mal eben schnell dabei, um zwischendurch mal für eine schöne frische Brise zu sorgen. Ein Must-Have bei diesen Temperaturen. Dieser kleine Tisch- und Handventilator hat die Bestellnummer NX9245 und die 569 für 7,59 Euro. Das heißt, auch der kostet deutlich unter 10 Euro für Sie. Die beiden sind natürlich mit Akku, lassen sich ganz einfach per USB wieder laden. Da haben wir auch ein USB-Netzteil für Sie mit 2 Steckplätzen sogar. Das heißt, Sie können 2 Geräte gleichzeitig dran laden. Nicht nur hier diesen Tisch- und Handventilator, sondern vielleicht auch noch Ihr Handy gleichzeitig. Würde ich gleich mitbestellen mit der SD2201 und der 569. Aber tun Sie sich was Gutes. Freuen Sie sich am Sommer, jammern Sie nicht über die Temperaturen und holen sich diese coolen Handventilatoren hier jetzt ran ans Telefon.